Gedicht schreibe, dann habe ich ein paar Gramm Papier, ein paar Milligramm Tinte und das ist dann alles. Wenn ich aber ein Bild mache, dann habe ich entweder eine Kettensäge oder auch einen Brenner und das ist wirklich ein Objekt. Das kann man fühlen, das kann man riechen, besonders wenn es verbrannt ist. Und das ist dann eine ganz andere Angelegenheit. Das ist mir irgendwie im Gedächtnis geblieben. Da war ja auch Panzer-Einsatz, Kämpfe und ich hörte die verwundeten Soldaten schreien und das ist mir sehr im Gedächtnis geblieben. Und das habe ich hier in diesen Bildern verarbeitet, die Bombardierung St. Veit und Malmedy. Malmedy wohne ich aber auch jetzt seit 40 Jahren schon. Der allererste Text, da war ich 15 Jahre alt und da war ich irgendwo in der Wallonie in einem Internat und das war eher ein Heimatgedicht. Und der Text, es waren zwei Texte, die sind verloren gegangen, aber ganz vage habe ich nur einen Vers so im Kopf. Und das Französische, das ist dann, als ich 20 Jahre alt war. Die deutschsprachigen Texte, das sind zwar auch pur lyrische Gedichte, aber die sind meist auch kritisch. Kritischer als die französischen Texte. Da geht es um soziale Kritik, auch ja, Politik, politische Bemerkungen. Und die sind auch ironischer oft als die französischsprachigen Texte.